Moin, Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Ja, und die neue Bismarck ist dran, ne? Und zwar ne, der zweite Teil. Ich habe heute eine Lieferung bekommen. Wie viele schon wissen, ne, kleine Geschenke sind damit bei. Entschuldigt für meine durch die Nase Sprache. Aber naja, gut. Ich bin gerade dabei, mich von einer tödlichen Männergrippe zu erholen. Gut, aber das nun mal nebenbei. Also, es gab eine schöne Schneidmatte. Die ist noch eingewickelt. Ich habe hier ja eine, deswegen lasse ich die erstmal so, bis ich dann einen schönen Platz dafür habe. Dann gab es ein schönes Schild. Das kennen ja auch schon viele. Und aber ich lasse das Ganze hier noch in der Verpackung drinne, weil ja, da ist das Schild am besten geschützt. Und ja, das kennen ja auch schon viele von euch. Ja, ein schönes Gimmick quasi nebenbei. Aber wie gesagt, ich lasse das lieber noch in der Verpackung drinne. So, Ausgabe 1 haben wir ja schon erledigt. Na, hier haben wir das Deck noch und hier habe ich dann schon mal eine kleine Kiste, wo ich den Bug versteckt habe und hier die kleine Winde, die hier drin ist. Aber darum soll es ja heute nicht gehen, und zwar heute soll es um die Ausgabe 2 gehen. Knistern wir mal eine Runde und holen die Teile raus. Eigentlich wollte ich mich noch ein wenig erholen, aber ja, dadurch, dass der Postbote geklingelt hat, habe ich gedacht, nee, da muss ich ran. Ich bin ja neugierig, vor allen Dingen auch, wie das Ganze dann zum Test aussieht. Viele wissen ja von euch, dass ich den Test letztes Jahr im April, Mai gemacht habe. Da konnte ich ja die Ausgaben ergattern aus Stralsund. War Mutti ja so lieb und hat mir die dann immer zugeschickt. So, und wie gesagt, da kann ich ja nachher gleich mal einen Vergleich machen, wie dieses Geschütz dann aussieht. So, schön vorsichtig auspacken. Hier wird schon ein Teil abhauen. Das ist immer gar nicht so einfach. Das ist nämlich vernünftig eingepackt. So, wo hängt denn das jetzt nun noch? In der Mitte irgendwo. Nein, hier ist nichts drin. Nichts mitgekommen. So. Gucken wir mal in die Anleitung, was wir alles geliefert bekommen. Und zwar doch erstmal wieder hier das Nasenfahrrad aufsetzen. Und zwar bekommen wir die Drehhaube des Geschützturms und die Grundplatte des Geschützturms. Ja, hier zwei Teile aus Plastik, fertig bemalt. Sieht richtig schön ordentlich aus. So, dann bekommen wir wollen ja mal nach der Reihenfolge gehen, Verbindungsstück mit den Rohrenden. Das ist das Verbindungsstück mit den Rohrenden. Dann Positionsweise die Motorhalterung Oberteil aus heller Plastik. Die Motorhalterung unterer Teil ist dieses Bauteil. Jetzt habe ich dann doch schon wieder die Reihenfolge geändert. Dann bekommen wir zwei Lüfter. Hier, das sind ganz kleine Teile, die in der Mitte da, die beiden ründlichen. Da muss man gut aufpassen. Dann bekommen wir die Rohrwiege mit Bodenplatte. Das ist das hier.
Dann bekommen wir die Kupplungswelle. Das ist das Teil. Dann bekommen wir den Kadenzring. Der dann halt dafür sorgt, dass die Geschütze mit Rückstoß sozusagen, der Rückstoß simuliert wird, dass man den sehen kann. Dann bekommen wir zwei Rohre. Diese sind beide aus Metall. Ja, wie kann ich das jetzt da? Ja, müsst ihr mir schon glauben, weil ich will mir hier die nicht zerkratzen, nicht kaputt machen. Na, zwei Stück. Und dann bekommen wir noch eine Feder. Hier haben wir die Feder. Oh, bevor mir die wegflutscht, packe ich die gleich hier in die Kiste rein. Dann bekommen wir den Kadenzmotor. Hier ist der Motor. Auf einer Platine gelötet und geklebt. Hier die Kabel hier dran. Aber was das für eine kleinen Motoren gibt. Und wir bekommen zwei Leitern. Also die sind wirklich sehr klein, aber ist ja klar, Maßstab 1 zu 200. Hier haben wir eine davon, auch die packe ich mir gleich dort in die Kiste rein, dass damit nichts passieren kann. Das Schöne ist, die sind schon vorgebogen und so und nicht als Ätzteil in einer Platte, wo man sie noch rausschneiden muss. Und dann haben wir AP-Schrauben, eine Tüte voll. Gut, das war alles. Und ja, das Ganze wird hier auch alles zusammengebaut. Also alle Teile, die wir jetzt hier sehen, werden auch zusammengebaut. Ja, dann haben wir hier noch Geschichte drin. Auf in den Norden. Schön die Bismarck von vorne zu sehen. Dann eine Achteransicht von der Bismarck, von der Prinz Eugen aus aufgenommen. Prinz Eugen steht da, ne? 1,5 Meter weiter. So, hier auch nochmal, wie die Bismarck im Fjord einläuft. Also vieles Interessantes. Dann gibt es hier auch hier mal einen ganz kurzen Übersicht über Kapitän Lütjens, der Flottenchef der Rheinübung. Hier nochmal eine Detailansicht. Da freuen sich auch viele drauf, dass so ein paar Detailansichten da sind. Ich habe Kapitän Lütjens gesagt, natürlich Admiral Lütjens hier auch einmal zu sehen. So, falsche Weichenstellung. Achso, da geht es um eine andere Geschichte, nicht über die Bismarck. Und dann gibt es natürlich auch noch berühmte Seeschlachten, dann hier aus dem Mittelalter zum Beispiel. Gut, und hier haben wir die Vorschau auf Ausgabe 3. Auch das ist vielen schon bekannt. Da wird die Arado geliefert, die erste. Und ja, da schauen wir dann das nächste Mal drauf in der nächsten Ausgabe. Gut, fangen wir an, bauen wir alles zusammen. Viele, die ja, meine Videos schon gesehen haben, die kennen das. Ne? Ihr kommt eine Nummer dichter, eine Runde dichter. Und dann schrauben und basteln wir die Teile zusammen. Wir müssen ja auch was nachher auseinanderschneiden. Ich glaube, die werden auch eingeklebt, so wie die Leitern auch. Und ja, dann kann ich jetzt ein bisschen was basteln und schrauben und nicht mehr so viel sabbeln. Bis gleich. Für die ersten Bauschritte brauchen wir auch gleich etwas Sekundenkleber. Ich nehme Sekundenklebergel. Und den mache ich mir immer hier so einen Marmeladendeckel,
immer ein bisschen was rein. Und dann haben wir hier einen Zahnstocher und damit lässt sich das dann immer punktuell gut auftragen. So, der erste Arbeitsschritt ist, dass die beiden Rohre hier reingesteckt werden. Und ja, die, so wackeln sie natürlich noch ein bisschen und gehen auch leicht rein und raus. Und deswegen brauchen wir hier schon ein bisschen Sekundenkleber. Nummer 1 und Nummer 2. So, überschüssigen gleich ein bisschen wegwischen. Und dann mal gucken, in eine gute Position halten, wo sie dann, damit sie dann auch schön gerade bleiben, sich gerade hinstellen. Und ja, das lassen wir natürlich dann erst einmal schön trocknen. Ja, jetzt muss ich eigentlich eine Pause machen, weil es geht definitiv daran gleich weiter. Werden dann noch mehr Teile. Also das wird erstmal fest werden lassen. Hier der eine ist noch ein bisschen schief. Das werde ich dann gleich nochmal ausrichten. Ja, das heißt zwar Sekundenkleber, aber man nennt ihn auch Minutenkleber. Nein, alles gut. Jetzt ist das soweit fest und jetzt kommen wir zu den nächsten Teilen. Und zwar wird hier der Kadenzring aufgesteckt mit Hilfe der Kupplungswelle. Ja, die Kupplungswelle wird hier reingesteckt. Hier kann man schön sehen, das passt hier dann auch so rein. Und dann genau hier dann den Kadenzring. So kann man dann schon sehen, so wird er sich nachher drehen. Ja, dann geht das zurück. Und dann, wenn er an den gewissen Punkt kommt, schnapp, dann ne, kommt, schiebt er wieder nach vorne. So, darauf kommt dann die Feder. Die holen wir natürlich aus unserer Schachtel jetzt raus. Nicht aus der alten Schachtel. Die Feder wird dann hier aufgesteckt oder rübergestülpt und dann brauchen wir die Rohrwiege mit Bodenplatte. Ja, so rum das Ganze und dann kommen unsere Geschützrohre mit der Feder. Kommt dann hier rauf, werden dann hier alle durchgesteckt, geht ein bisschen schwer, jetzt wird es leichter. So, jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man das gleich alles in eins vernünftig macht. Mal gucken, ob ich das mal hier mit einer Klemme festgehalten bekomme. Ja. Bis wir wissen, was als nächster Schritt kommt, drehen Sie das Geschützrohr um und fügen Sie in Fallrichtung die Rohrwiege ein. Achso, das habe ich ja jetzt nur gemacht und kann ja einmal mal testen und es bewegt sich. Funktioniert also wunderbar. So kann das erstmal nicht wegflutschen, es sei denn jetzt die Klammer springt weg. Jetzt kommt als nächstes das graue Oberteil der Motorhalterung. Achso, das kommt dann jetzt so rüber gestülpt und wird dann von unterwärts mit zwei AP-Schrauben verschraubt. Die holen wir mal einmal raus. Die Schrauben. So, alle draußen.
Papier weg. So. So, die erste Schraube hat schon mal gefasst. Zweite. Auch hier, ne, können wir wieder sagen, AP-Schrauben. Größe A, P wie Plastik. Also, das heißt, wir schrauben in Plastik. Und ja, man sieht, das funktioniert und der Rückstoß geht dann eben bis zu diesem Oberteil und nicht weiter. Gut, soweit passt das alles und jetzt kommen wir zum Motor. Hier haben wir den Motor. Mal genau gucken, wie der reinkommen soll, weil muss gucken, wie die Kabel verlaufen. Und passiert mir das nicht so wie einigen anderen auch. Die haben dann Problem gehabt, weil die Kabel dann in die falsche Richtung liefen. Sie sollen wohl, also so nach Anleitung, sollen die nach unten gucken. So wird der Motor dann hier nur reingeschoben und muss natürlich hier in das Kreuz, könnt ihr das noch sehen, der Motor hat hier auch ein Kreuz und so passt das dann hier genau rein. So, und dann kommt, jetzt begehe ich schon denselben Fehler, nein, das muss so rum, die Kabel hier so nach oben, weil jetzt kommt ja hier noch das Teil rauf und da kann man dann sehen, dass bei diesem Teil, und zwar das Unterteil der Motorhalterung und in die Richtung, also sprich nach unten, zeigt dann das Kabel. Das kommt dann hier oben rauf, dann ist der Motor gesichert, auch gegen Wegrutschen nach vorne und nach hinten. Ein bisschen Spiel hat er, aber das ist wohl so richtig. Und da kommen dann auch wieder AP-Schrauben rein. Ja, ist doch gar nicht wenig, was wir hier machen dürfen. Motor ist fest und das Ganze bewegt sich. Aber so weit ist das nachher gar nicht, weil wir haben das ja gesehen am Kadenzring, wie wenig das nachher ist. Aber man kann das ja sehen. Ne, wenn so, das ist schon, jetzt müssen wir schon wieder eine Seite umblättern. Und jetzt brauchen wir die Drehhaube. Und da kommt jetzt das Ganze. Gedöns, wollte ich gerade sagen, die ganze Apparatur kommt jetzt hier rein und hier vorne ist sozusagen eine Aufnahme. Oh, kann man das sehen? Ja, hier halbrund eine Aufnahme und da kommen diese Stifte hier nachher, die werden da genau reingestellt, dass das da nachher sich darüber bewegt. Ja, unser Geschütz ist ja natürlich nachher auch höhenverstellbar. So, und dann kommt und die Grundplatte vom Geschützturm so rum, natürlich das Kabel vorher durchführen, kommt dann hier so komplett rauf und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löcher, das heißt 6 Mal wird das Ganze verschraubt, also schön sicher,
dass das schön sicher fest ist und festhält. So, alle 6 Verschraubungen fest. Ja, hier kann man dann schon ein bisschen sehen, dass das schön hoch und runter geht. Und wenn wir jetzt an den Geschützturm ziehen, an die Rohre ziehen, dann sehen wir, dass sie vor und zurück gehen. Jetzt fehlen nur noch ein paar Sachen. Und zwar die kleinen Lüfter hier. Die schneiden wir dann natürlich schön festhalten, die kleinen Teile. Ja, dann das ist, was übrig bleibt. Und wir brauchen hier diese kleinen. Und ja, dann erstmal eine Passprobe machen. Schön vorsichtig mit diese kleinen Teile. Hoffentlich passiert mir das jetzt nicht, dass die wegflutschen. Und die werden dann hier in den Seiten vom Geschützturm reingesetzt. So, passt. Und da kommt auf jeden Fall ein kleines bisschen Sekundenkleber rein. Nummer 1 ist drin. Und Nummer 2 auch. Warten wir natürlich einen Augenblick. Derzeit holen wir uns schon mal die Leitern. Die werden jetzt nicht explizit als Bauchschritte angegeben, die Lüfter und die Leitern. Aber wir sehen hier am Endergebnis, wie das Ganze nachher aussieht. Und das ist ja eigentlich kein Problem. Man sieht genau, wie die Teile reinkommen sollen. Und wenn ich die Leitern jetzt gleich dran habe, dann sehen wir den vordersten 38 cm Doppelturm Anton. So, gleich mal gucken, wie das Ganze passt. Das ist natürlich sehr filigran. So, unten ist er schon drinne, oben noch nicht und wieder raus. Also ich werde mal gucken, ich weiß jetzt auch nicht, aus was für ein Material das Ganze ist, ob ich die noch leicht gebogen kriege, hier die ein bisschen zusammengebogen bekomme, um dann das Ganze dann reinzupacken. So, das war natürlich zu viel. Wieder ein bisschen auseinanderbiegen. Also man kann das biegen. Aber schön vorsichtig. Ich mache mal erstmal einen kleinen Cut und dann komme ich gleich wieder. So, ich habe natürlich erst einmal zur Probe reingesteckt und jetzt nehmen wir mal die frische Seite vom Zahnstocher und machen wirklich nur ein ganz bisschen Sekundenkleber an die Löcher, in die Löcher. Und
Hoffen wir mal, dass das gleich genauso gut klappt wie beim Test, beim Reinstecken. So. War ja klar, weil ich wollte nicht, die gehen bis fast ganz ran und das wollte ich eigentlich nicht. Oh, könnt ihr sehen, ist drinne, muss der Kleber jetzt nur noch fest werden. Auf der anderen Seite ist die Leiter mir ganz ran geflutscht, aber auch nicht festgeklebt, aber ich kriege die gar nicht. Doch, mit dem Messer geht es dann nochmal lose. Also die andere Seite werde ich dann auch gleich noch einmal hier mit den Zahnstocher, mit dem Kleber und auch festmachen. Ja, wie versprochen, die andere Seite ist die Leiter dann auch dran. Und auch so, wie ich mir das vorgestellt habe, mit einem leichten Abstand dann zum Turm. Ne? Muss ja auch so sein. So, Sekundenkleber mal ein bisschen wegpacken. Nicht, dass wir da nachher noch mit dem Kabel reinkommen und die Kontakte sind zugeklebt. Ja, das ist dann sozusagen das Ergebnis der Ausgabe 2. Der Turm Anton. Eine Schraube ist übrig. Ne? Die packen wir dann hier mal gleich mit weg. Dieses Teil kann auch weg. Ne? Wird auch vernünftig mit Plastik entsorgt. Ja, und dann haben wir hier quasi Ausgabe 1 und Ausgabe 2. Da haben wir dann das Deck und den ersten Geschützturm, das Bugteil, aber erstmal wieder vernünftig wegpacken. Nun können wir ja, hier habe ich den Geschützturm aus dem Test Ausgabe 2 und jetzt können wir mal vergleichen. Also vom Zusammenbauen her war es genau das gleiche. Der Motor ist ja ein bisschen anders. Kann ich jetzt natürlich nicht genau rausbauen. Könnt ihr sonst ja noch mal gucken bei Ausgabe 2 von April. Ja, ansonsten ist eigentlich alles dasselbe. Und ja, die Feder ist auch ein Unterschied. Hier ist eine schmalere, dünnere Feder drin und hier eine etwas größere. Gut, ich packe das natürlich extra woanders hin, damit ich das nicht verwechsel. Die Funktionsprüfung hatte das Geschütz im Test ja auch bestanden. Gut, das war dann quasi Ausgabe 2. Ich hoffe, ja, was hoffe ich denn, dass ihr wieder einschaltet bei Ausgabe 3. Und da vergleichen wir dann die Arado zum Test aus dem, ich glaube, da war Ausgabe 3 schon im Mai. Also da vergleichen wir dann die Arados miteinander. Die Arado wird natürlich zusammengebaut. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier nochmal die Vorschau auf Ausgabe 3, ne, die Arado. Und ich glaube auch, die beiden Bugteile, das Bugunter- und Bugoberteil, werden dort auch zusammengeschraubt. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kicken wir wieder in.